Das ist ein in der Moderationstechnik sehr beliebtes Verfahren, um quasi das Wort reihum verschiedene Leute haben zu lassen. Wenn man nicht dirigierend moderieren möchte und sagen möchte, jetzt bist du dran, jetzt bist du dran, jetzt bist du dran, und aber auch gleichzeitig möchte, dass es schnell vorangeht und nicht erst jedes Mal ausgehandelt werden muss, wer als nächstes was sagt, dann gibt es diese Methode, die heißt offiziell in den meisten Moderationshandbüchern Redestab, manchmal auch Sprechstab, und wird meistens mit einem Ball umgesetzt. Wir haben das Ganze jetzt auch für Videokonferenzen umgesetzt, weil die Videobilder dort nicht immer bei allen Menschen in der gleichen Reihenfolge stehen. Das heißt, wenn man sowas macht wie eine Fazitrunde oder eine Begrüßungsrunde, Vorstellungsrunde oder sowas, wo jeder was sagen soll, dann ist es gar nicht so einfach zu sagen, dass man es das nacheinander macht, ohne dass ein Moderator das sagt oder dass man das alphabetische Reihenfolge oder ähnliches, dirigistisches Verfahren etc. entsprechend macht. Deswegen haben wir einen virtuellen Redestab erfunden, den man quasi weitergibt. Und virtuell heißt in dem Fall, wie im Wortsinn halt, ausgedacht, nicht körperlich. Das ist aber total einfach. Man sagt einfach am Ende seines Beitrags, du bist dran, Helene, und damit ist Helene dann dran. Und das macht man so lange, bis alle dran waren. Das hat bei uns im Team Jula sehr, sehr schön visualisiert mit einer Grafik, die ab jetzt auf der Website zu sehen ist. Joran.de. Bis dann.